Steffen vom Balnion und heute sitzt Christian bei mir, unser wohl treuster Facebook-Fan und fleißiger Saunagänger. Und ja, bald machen wir auf. Christian, erzähl mal, du bist schon da. Freust du dich schon auf einen entspannten Saunatag? Ja, super klasse. Also ich genieße es total, hier zu sein. Ihr habt eine super Einrichtung, ein richtig motiviertes Team. Das macht richtig Spaß, hier dabei zu sein. Ja, super, cool. Ja, und natürlich interessiert uns, sag ich mal, schon, wie lange du dabei bist. Bist du schon von Anfang an im Balnion gewesen oder wann bist du dazugekommen? Ja, ich glaube schon. Also es hat gar nicht lange gedauert. Ich habe sehnsüchtig schon darauf gewartet, als ihr im Bau schon wart, wann das Ding hier endlich aufmacht, und jetzt ist es da und ich freue mich total. Es ist klasse. Super cool. Und du kommst aus Wiedemark? Ja, genau. Okay, ja, sehr gut. Wie oft warst du jetzt schon da im Balnion? Das kann ich gar nicht sagen. Ich versuche das ganz gerne sogar einmal die Woche hinzukriegen, wenn es denn klappt. Mhm. Das ist mit der Balnion-Sauna-Karte auch eine echt ganz schöne Sache. Da versuche ich es doch ganz regelmäßig hinzukriegen. Okay, und wenn du dann immer so hier bist, was ist so dein Lieblingsort in dieser Sauna? Gefällt dir irgendwas ganz besonders gut? Also richtig klasse finde ich es, wenn man wirklich einen schönen Saunagang gemacht hat, dann in euer Naturbecken draußen zu springen. Ja. Das ist wirklich eine klasse Sache, weil ich es sowieso genieße, wenn man irgendwo im Saunabereich die Möglichkeit hat zum Schwimmen. Und wenn das hier in eurem Naturbecken auch so komplett chlorfrei, du einfach wirklich das richtig natürlich genießen kannst, das ist eine klasse Sache. Du kannst mal ein paar Meter deine Bahn durchtauchen, Augen aufmachen und es brennt so wie in so einem Chlorbecken. Das ist wirklich fantastisch. Natürlich auch schön kalt jetzt in der Winterjahreszeit. Im Gegensatz zu unserem warmen Becken. Warst du da auch schon mal drin? Ja, das ist auch ganz entspannt, aber ich mag es dann doch lieber so ein bisschen so frisch, also so als Schock nach der Sauna. Ja. Das ist wirklich klasse. Super. Ja, cool. Dann würde ich sagen, vielen Dank. Ich danke euch. Und wir wünschen dir einen ganz entspannten Saunatag. Klasse, dankeschön. Ich habe schon laufen. Ihr könnt einfach mal irgendwie so ein bisschen Schwung machen.